Hi Nati, alles klar? Ja, ich bin gut. Super. Du, ich bräuchte noch einmal deine Hilfe. Könntest du mir noch einmal erklären, wie der Akkusativ funktioniert, wann du Zeit hast? Ja klar, morgen habe ich Zeit. Passt am Nachmittag? Perfekt. So sehen wir uns morgen. Bis morgen. Na, habt ihr schon herausgefunden, was an diesen Sätzen falsch war? Wir zeigen euch heute vier super typische Fehler, die wir bei Lernenden immer wieder sehen. Drei davon waren jetzt schon im Intro eingebaut, den vierten zeigen wir dann am Ende vom Video. Wenn ihr nur diese vier Dinge verbessert, dann klingt ihr gleich viel, viel professioneller. Los geht's! Es regnet, so bleibe ich zu Hause. Ich muss noch Deutsch lernen, so ich gehe jetzt. Ah, jetzt verstehe ich. So, das Verb kommt im Nebensatz ans Ende. Solche oder so ähnliche Sätze hören wir sehr oft von unseren Deutschlernenden. Es ist ein typischer Fehler, der wahrscheinlich aus dem Englischen kommt, denn hier gibt es eben auch das so, mit dem viele Sätze eingeleitet werden. Da wir im Deutschen auch ein so haben, kann das natürlich verwirrend sein. Aber wir verwenden das Deutsche so in einem anderen Kontext. Also das englische so verwenden wir häufig, um logische Schlussfolgerungen in einem neuen Satz einzuleiten. Im Deutschen verwenden wir dafür aber nicht so. Wir würden stattdessen also, daher oder deshalb verwenden. Im Gesprochenen verwenden wir meistens also. Also können wir auch verwenden, wenn wir uns versichern wollen, dass wir das Gesagte richtig verstanden haben und/oder das Gesagte noch einmal in unseren eigenen Worten sagen möchten. Schauen wir uns also die Sätze noch einmal richtig an. Es regnet. Deshalb bleibe ich zu Hause. Oder deswegen bleibe ich zu Hause. Oder also bleibe ich zu Hause. Ich muss heute noch Deutsch lernen. Also gehe ich jetzt besser nach Hause. Ah, jetzt verstehe ich. Also kommt das Verb im Nebensatz ans Ende. Ein kleiner Tipp an dieser Stelle: Merkt euch einfach, wenn ihr so sagen möchtet, dann hängt davor einfach all an. Dann wird aus so ganz einfach also. Ich bin gut, danke. Das ist ein so häufiger Fehler, dass wir ihn heute noch einmal besprechen wollten, weil er so wichtig ist und zu den Basics gehört, die man eigentlich schon in der ersten Deutschstunde lernt. Aber wir sehen eben immer wieder, wie schwierig es sein kann, dass man automatische Strukturen umlernt. Wir sprechen vom Begrüßen und nach dem Befinden fragen, also dem typischen How are you? I'm fine. Und genau daher kommt eben auch der Fehler. Wir kopieren nämlich die Struktur aus dem Englischen. Im Englischen verwenden wir also das Verb sein, um sein Befinden auszudrücken. Das können wir im Deutschen aber nicht sagen. Wenn wir sagen, ich bin gut oder er ist gut, ist das falsch. Im Deutschen haben wir eine andere Konstruktion, um zu sagen, wie es uns geht. Und zwar kommt da unser Freund Dativ ins Spiel. Wir verwenden nämlich den Chunk es geht und danach kommt Dativ. Also, es geht mir gut. Oder auch, mir geht es gut. Also ganz einfach umgedreht. Wenn wir das Befinden einer anderen Person sagen möchten, dann verwenden wir natürlich auch Dativ. Also, Thomas geht es gut. Ihm geht es gut. Oder Anna geht es gut. Es geht ihr gut. Oder Ihnen geht es gut. Bitte vermeidet also diesen Fehler und sagt nicht, ich bin gut, sondern mir geht es gut. Wiederholt diesen Satz immer wieder 10-mal hintereinander, sodass sich euer Gehirn daran gewöhnt. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Frage, um nach dem Befinden zu fragen. Die korrekte Frage ist, wie geht es dir oder wie geht es Ihnen? Und nicht, wie geht es du oder wie geht es Sie? Oder sogar, wie bist du? Wie sind Sie? Und übrigens, einen anderen Fehler, den wir sehr oft hören, der aber auch zu den Basics gehört, haben wir schon einmal in einem anderen Video erklärt. Schaut euch das gerne noch einmal an. Ein weiterer typischer Fehler, den wir ganz oft hören, ist die Verwechslung zwischen wann und wenn. Was ist jetzt aber der Unterschied zwischen wenn und wann? Wenn verwenden wir immer, wenn wir Konditionalsätze bilden wollen. Also typischerweise sagen wir wenn, dann. Mit wenn deuten wir eben die Bedingung an und mit dann die Folge. Wenn es heute regnet, bleibe ich zu Hause. Oder wenn es heute regnet, dann bleibe ich zu Hause. Wenn ich müde bin, dann gehe ich schlafen. Wenn ich müde bin, gehe ich schlafen. Wann ist im Gegensatz dazu ein Fragewort?
Wir fragen damit immer nach einem bestimmten Zeitpunkt. Hier hat es also gar nichts mit einer Bedingung oder mit einer Folge zu tun. Zum Beispiel, wann hast du deinen Arzttermin? Morgen um 9 Uhr. Wann fängt der Film an? In einer Stunde. Weißt du, wann er heute nach Hause kommt? Ja, um 18 Uhr. Also, wie muss unser Satz vom Intro richtig heißen? Richtig. Könntest du mir den Akkusativ noch einmal erklären, wenn du Zeit hast? Und jetzt noch, wie versprochen, der vierte Fehler, der auch ganz, ganz typisch ist. Zum Beispiel sieht das dann so aus. Wir können diesen Fehler sehr gut nachvollziehen, denn da ist Deutsch wirklich eine Ausnahme. In anderen Sprachen schreiben wir zwar auch vielleicht Eigennamen groß oder man beginnt den Satz mit einem Großbuchstaben, aber auf Deutsch haben wir noch viele andere Regeln, wann wir etwas groß schreiben müssen. Das alles müssen wir im Deutschen groß schreiben. Nomen. Nomen, das ist schon eine Riesenkategorie, denn alles, was einen Artikel hat, müssen wir dann eben groß schreiben. Eigennamen. Kennst du das Restaurant zum Fidelen Affen in Salzburg? Wörter am Satzanfang. Eigentlich möchte ich heute nicht ins Kino gehen. Höfliche Anrede. Könnten Sie mir helfen? Substantivierungen. Das heißt, Adjektive oder Verben werden zu einem Substantiv, zu einem Nomen. Ich liebe das Wandern. Das Schöne am Wandern ist der tolle Ausblick. Gut, das war's auch schon wieder. Wenn ihr Lust habt, dann sehen wir uns beim nächsten Video gleich wieder. Danke fürs Zusehen und wie immer nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch in Österreich doppelt so viel Spaß.